Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Durchsage. Es tut mir leid. Ich habe das Teambuilding diese Woche nicht auf die Kette bekommen. Es gibt Aufnahmen, so ist es nicht. Mit denen bin ich nur schlicht und ergreifend nicht zufrieden, denn sie wurden zwischen Tür und Angel aufgenommen und klingen von der Betonung her in etwa so. Deswegen machen wir hier eine ganz, ganz kurze Version eines Teambuildings vorneweg und ich schreibe euch die Sets, die es tatsächlich geworden sind, in den Titelbeschreibung, in die Titelbeschreibung rein. Und nächste Woche gibt es dann wieder regulär ein ganz, ganz normales Teambuilding. Ja, also, Comnimir's Kader ist der folgende. Verdammt, hier ist er. Ist der folgende. Und der hat so ein paar Monster bei, die sind ganz, ganz furchtbar nervig gegen mich. Zum Beispiel Radigator, sehr, sehr stark gegen meinen Chor. Entweder Bandit oder Scarfed. Kann sich nur für eins von beiden entscheiden. Je nachdem, an welchen Mon es vorbeikommen möchte. Entweder mit dem Feuerzahn an Katagami oder mit dem Band an Lamos. Skelabra trifft es so oder so immer sehr, sehr gut. Gegen Skelabra ist es ebenfalls sehr, sehr gut mit einer Assault Vest, um auch die Feuerattacke abzufangen. Und allerdings hat Comnimir nicht so unglaublich viele Rocker. Da sind Monagoras und Rabigator. Und dementsprechend würden alle diese Items das Rocken deutlich erschweren. Urios T ist einer von zwei, als eines von zwei Mons, die gegen meinen Kader massiv stark aussehen. Die, wenn ich denn Farben markieren würde, die die Gefahr darstellen, was ich überlegt hatte, aber entschieden habe, erst in der Rückrunde anzufangen, weil ich mich erstmal so ein bisschen in das eingrooven wollte, was wir bisher gemacht haben. Und wir sehen ja, Teambuilding, also so ein richtiges Teambuilding fehlt. Also muss ich da noch ein bisschen mehr grooven, bevor neue Sachen dazukommen. Anyways, Boreas, wir haben nur einen Switch-In dafür und das ist Geowatz mit einer doppelten Resistenz. Also natürlich gibt es noch sowas wie Nachtara, was man dagegen reinschmeißen könnte oder ähnliches. Aber erstmal von den Resistenzen her haben wir nur Alola Geowatz und das wird effektiv getroffen von der Superpower, genauso wie Nachtara. Es kann jederzeit Momentum regenerieren, um solche Keulen wie Monagoras oder Keldeo reinzubringen. Das eventuell bändete Rabigator und so weiter und so fort. Also sehr, sehr nervtötend. Es hat mit der Heatwave auch die passende Coverage, um Katagami rauszunehmen. Hat die nötige Init, um Katagami rauszunehmen, solange es nicht scarfed ist. Sehr, sehr nervtötend. Keldeo, erstmal sehr, sehr gefährlich. Haben wir allerdings Mega Lamos als Switch-In für und er kommt da auch nicht dran vorbei. Allerdings ist das halt auch relativ obvious und man kann sich da dementsprechend drauf vorbereiten. Monagoras sehe ich, glaube ich, gar nicht mal so stark. Also hat Bandit immer die Möglichkeit, irgendwas rumzuwämsen, aber mit Katagami und Mega Lamos gibt es da Switch-Ins für und natürlich muss man sich auch immer auf die Ungenauigkeit des, wie heißt denn die tolle Steinkopfattacke, der 150er Gesteinslab auf jeden Fall verlassen. Der hat ja, glaube ich, auch nur 80% oder ähnliches. Und er hat hier zuverlässigere Mittel, deswegen sehe ich Monagoras nicht. Morbitest ist so ein 50-50-Ding. Ist gegen Capoeira sinnvoll, allerdings ist Capoeira auch nicht unglaublich stark gegen seinen Kader. Was er natürlich machen könnte, wäre ihn sehr, sehr zielgerichtet, einfach nur als, ignoriert die Klinge im Hintergrund, sehr, sehr zielgerichtet als, wow, sehr, sehr zielgerichtet als Wegsperrenmon zum Finishen mit einem Scarf zu nutzen, aber bei uns ist sowas vertreten wie Pion Draghi, Nachtara, Skelabra und auch ansonsten haben wir tatsächlich eine schöne Coverage um Morbitest. Ignoriert alles, was hier drumherum passiert. Es ist sehr aufregend gerade, um Morbitest rauszunehmen. Parfiness, ja, könnte als Wischer mitkommen, aber muss nicht, sehe ich nicht unbedingt. Mega Sherox kann mitkommen, muss aber nicht unbedingt. Wir haben da einige schöne Wards für. Katagami kann ihm nichts tun. Mega Sherox kann Katagami maximal mit dem Kraftkoloss was tun. Und das kriegen wir auch nicht gegengeroostet. Aber ansonsten haben wir mit Skelabra
mit U-Hafni und dem Flammenwurf und ansonsten auch einfach eine Menge Feuer-Coverage auf unseren Mons. Nicht die riesengroße Angst vor Mega-Scherox. Silvaro auf der anderen Seite sieht einfach nur unglaublich stark aus. Also gegen Megalamos, gegen Skelabra und ähnliches. Ist zwar langsamer, aber hat die nötige Coverage, um alles in meinem Kader erstmal sehr, sehr gut zu treffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir den sehen werden. Tornupto ist so, könnte mitkommen, könnte als Lead mitkommen, aber mit Megalamos und Feuerfänger Skelabra, Alola Geowatz, haben wir eigentlich alles Nötige dabei, um diesen zu verhindern. Ist allerdings natürlich gegen Katagami und Matrifool nicht schlecht. Voltriant mit 171 Spezialangriff geht immer. Da brauchen wir nicht drüber reden, das geht immer. Das geht meinetwegen auch Spekt auf die defensiven Mons. Könnte mitkommen und wir haben auch nicht unglaublich viel dafür, was wir reinschmeißen könnten. Skorko immunisiert, wird dann aber von der Hidden Power Ice getroffen. Wobei Skorko wieder schneller wäre als Voltriant, aber Voltriant könnte dann den Scarf haben, aber dann müsste es predicten. Also ist so ein Ding, wo man sagen kann, ja, das kann mitkommen, muss aber nicht unbedingt. Und was definitiv mitkommen muss, mit einem dicken, fetten, vorgestellten roten Button dran, ist Frostetje. Denn Frostetje böllert einfach alles in unserem Kader. Also tatsächlich ist es mit 110 auch ausreichend gefährlich, weil es um einen Base-Init-Punkt Katagami outspeedet. Das hat eine sehr, sehr schwache spezielle Verteidigung, wird also von allem erstmal gut getroffen, bevor es zurückschlagen kann. Und das einzige Mon, das es outspeedet, ist Uhafnir mit der vierfachen Eisschwäche und Frostetje hat den Eissplitter. Und der one-hitte zwar nicht, weil Frostetje nicht so viel physische Angriffskraft hat, aber er ist halt auf jeden Fall gefährlich, sobald Uhafnir ein bisschen Chip gefressen hat. Frostetje kann immer als Lead mitkommen, mit Fokusband, Stachler, Abgangsbund oder ähnlichem. Allerdings glaube ich, dass Frostetje hier schon fast zu stark dafür sein könnte. Und die Sets poste ich, wie gesagt, nochmal in die Videobeschreibung unten mit rein. Die könnt ihr euch da gerne angucken. Zum Lead sei so viel gesagt, wir fangen an mit einem Toxic Orb Uhafnir, um erstmal ein bisschen Ärger zu machen. Wenn zum Beispiel Parfinesta ist, haben wir gleich den Toxic Orb Parfines. Und ansonsten überleben wir eine Runde von Frostetje. Frostetje kriegt den Toxic Orb, verliert den Fokusgurt. Wir würden noch einmal outspeeden und könnten es dann mit dem Flammenwurf rausnehmen. Das ist so die Idee, falls es zum Lead kommen sollte. Und jetzt zurück zum eigentlichen Programm. Viel Spaß. Halt, stopp. Doch nicht viel Spaß. Also, noch nicht. Denn es gibt noch eine Sache. Eigentlich gibt es noch zwei Sachen. Erstens, die Webcam-Aufnahme von mir ist dieses Mal noch nicht mit dabei. Die Idee, das mit dazuzunehmen, währenddessen wir Live-Kämpfe machen, kam erst, nachdem der Kampf mit Komdemir schon durch war. Und zweitens, wir haben jetzt diese wunderbare neue Technik genommen, wo auch der Live-Kampf in HD hochpoliert ist. Und das sieht auch wunderbar aus, aber das hat zwei Nachteile. Und der erste Nachteil ist tatsächlich, dass ich das nicht immer garantieren kann, denn mein Gegner muss dafür ein bisschen was einrichten auf seinem Rechner und muss so eine gewisse Leistung haben am Rechner, damit das Ding funktioniert. Und ich weiß zum Beispiel, dass das nächste Woche nicht der Fall sein wird. Also bitte gewöhnt euch nicht daran, dass jeder Live-Kampf in HD aufpoliert ist. Das ist dann quasi nur ein Gimmick, wenn es beim Gegner mit reinpasst. Aber das eigentlich wichtigere Problem ist, ich habe tatsächlich beim Kampf eine Problematik während der Aufnahme nicht ganz mitbekommen. Und das ist, jedes Mal, wenn ich rausgetappt bin, um in einem anderen Fenster zu kalken, Discord-Nachrichten zu prüfen oder ähnliches, dann schwärzt der Screen ganz kurz aus. Und ich kriege das auch nicht geschnitten, nicht ordentlich und in keiner Relation zum Zeitaufwand, weil die Live-Aufnahme ja, also weil der Ton ja mitläuft. Also ich hatte jetzt auch keine Möglichkeit, alternatives Videomaterial aus dem Replay oder irgendwas zu schöpfen. Ich weiß, dass das tatsächlich in der Häufigkeit ist, dass es ein bisschen nervtötend ist. Und es tut mir furchtbar, furchtbar leid. Nächstes Mal weiß ich Bescheid und habe mir da auch schon eine Alternative für zurechtgelegt, damit das nicht nochmal passiert. Aber dieses Mal ist es leider noch so.
Und dieses Mal wirklich viel Spaß. Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Spieltag Nummer 4 der Dark Soul Liga. Kinders, es ist der erste Live-Kampf. Ich bin tierisch aufgeregt aus zwei Gründen. Zum einen, es ist der erste Live-Kampf. Mehr dazu gleich. Und wir kämpfen heute gegen Team Yell. Und mein Gegner in Angst, also in dem Spieltag Angst von Team Yell ist Komdemir. Und Komdemir ist gerade dafür bekannt, dass er furchtbar souverän spielt. Und ich bin auch vom Matchup her nicht unbedingt überlegen. Deshalb gucken wir mal, was da so rauskommt. Wer wissen möchte, was wir mitgenommen haben und warum wir das mitgenommen haben, der guckt einfach das gestern erschienene Teambuilding. Ja, es gibt ja einen Grund, warum ich bisher nicht live moderiert habe. Und der war tatsächlich, dass ich das einfach nicht gut kann, weil ich leider festgestellt habe, dass ich absolut keine Ahnung habe von dem, was ich da tue. Also, wenn ihr die großen Poketuber gewohnt seid, mit Generation 8, die binnen 15 Sekunden irgendetwas entschieden haben müssen und genau ihre Plays vorneweg kennen, dann ja, werdet ihr hier etwas anderes erleben. Gut. Habe ich noch was? Ja, eine Sache habe ich noch, nämlich vielen lieben Dank an Komde, der eine lange Durchstrecke mit mir durch diese Technik hier gemacht hat, damit wir einen Live-Kampf in mehr oder weniger HD präsentieren können. Und einmal Applaus an Komde, denn jetzt können alle folgenden Gegner sich darauf ausruhen, was Komde mir hier so verbracht hat. Und ja, ich drücke jetzt einfach mal Play. Und wir lassen uns mal überraschen, wie das so wird. Vielleicht mache ich bei den nächsten Let's Plays noch sowas, dass ich die Battle-Musik reinschneide und Custom-Musik nehme oder sowas. Aber da sehen wir alles, wenn ich ein-, zweimal moderiert habe. So, was hat er denn dabei? Er hat dabei Frostetje. Das haben wir soweit erwartet. Das Ding ist mordsgefährlich gegen uns. Sowohl als potenzieller Lead als auch im Late-Game. Wir haben ein Mega-Sherox dabei. Das kennen wir auch schon. Okay, Komdemir ist sehr, sehr schnell ready. Wir lassen uns einen Moment Zeit. Er hat dabei Boreos T, klar, mordsgefährlich gegen uns. Er hat mit dabei Tornupto, was ich tatsächlich gar nicht so sehr gesehen habe. Er hat mit dabei ein Rabigator, das war soweit klar und könnte sein potenzieller Scarfer sein. Und er hat mit dabei Silvaro. Also, dass er seine beiden Geister mitnimmt, das war sehr, sehr wahrscheinlich. Da sie einfach sehr, sehr stark sind gegen meinen geliebten Kuroski Lapra und Megalamus. Auch der Grund, warum ich Megalamus zu Hause gelassen habe. Aber was erzähle ich? Das habe ich ja alles schon im Teambild belabt. Ich glaube, wir tun uns nicht weh, wenn wir wie geplant mit U-Hafnir leaden. Das Schlimmste, was uns passieren könnte, wäre ein Scarf-Rabigator-Lead. Gegen Frostetje und gegen Tornupto. Sehen wir tatsächlich ganz okay aus damit. Boreos könnte noch kommen, aber das wäre dann so ein nicht gut, nicht schlecht Ding. So, läuft hier auch alles. Video Capture, Audio Capture, Balken sehen okay aus. Auf geht's. Da ich ganz furchtbar nervös bin bei eigentlich allen Pokémon-Kämpfen, klackere ich ganz viel mit Coolies und versuche mir dieses Mal das Tunlichst zu verkneifen. So, U-Hafnir kommt. Und es kommt Ali. Und Ali ist Boreos. Boreos ist so ein Lied, der ist erstmal okay. Hat ein Aerium Z dabei. Das ist eine gute Info, weil dann können wir uns gleich den Wechsel dich sparen. Wir könnten jetzt den Orkan drücken. Würde guten Schaden machen, wenn wir treffen. Würde outspeeden. Wir hätten allerdings auch eine schwere Vergiftung. Und der Gegner wüsste, dass wir den Toxic Orb tragen. Habe ich einen Switch-In? Ich hätte einen Switch-In, der nennt sich Geowatz, aber er wird keine Heatwave drücken. Wenn, wird er einen Hurricane drücken oder wird die U-Turn drücken?
wird die U-Turn drücken. Er kann hier potenziell auch gar nicht mal so viel reinschmeißen. Tatsächlich sieht Uhafni noch richtig gut aus auf den ersten Blick. Also will ich eigentlich Uhafni nicht verlieren. Ich bin schneller, wenn der nicht scarfed ist. Könnte jetzt die Kehrtwende drücken. Er könnte auch einfach den Z-Move drücken. Das wäre vielleicht ein bisschen early und ich habe den Switch-In. Was tun? Lola Geowatz könnte ich rein. Was wäre dann das Schlimmste, was mir passieren könnte? Ich glaube, ich muss mit Lola Geowatz. Also ich habe wenig... Also ich könnte mit dem Hurricane missen. Ich könnte... und würde dann um die 50% machen. Dann könnte er mit Belebekraft rausgehen, wenn ich überhaupt getroffen habe. Aber es kommt tatsächlich die Kraftreserve. Nämlich die Kraftreserve... Gestein vielleicht? Eis? Wahrscheinlich eher Eis. Das würde mehr Sinn machen. Und er hat jetzt natürlich so etwas wie Rabigator. Was die perfekte Antwort wie auf Alola Geowatz ist. Wir werden früher oder später einen Double ziehen müssen in Skelabra, in so einer Situation, um unseren Zitter Orb zu triggern. Aber jetzt noch nicht. Der Nachteil an sowas wie einem Scarf Geowatz ist natürlich, dass wir Tornados trotzdem nicht outspeeden. Das ist schon mal klar. Thunder Punch ist die Antwort für eigentlich alles. Also werden wir jetzt erstmal die Tarnsteine legen. Denn er wird eh mit der Kehrtwende rausgehen. Wir haben nichts von dem Double. Richtig. Huh! Gut. Wir schreiben auf jeden Fall schon mal auf Kehrtwende. Er hat das Aerium Z. Ich habe tatsächlich wirklich wenig, um Rabigator gefährlich zu werden. Ich wundere mich, warum hier gerade überlegt wird. Ich könnte die Superpower drücken, aber wenn, dann vielleicht ist es kein Bedroher Rabigator. Vielleicht ist es hier wirklich ein Scarf-Hochmod-Rabigator. Also wenn er jetzt nicht Rabigator reinwirft, haben wir auf jeden Fall den Hinweis, dass das so sein könnte. Es kommt auf jeden Fall, hat aber lange überlegt, hat den Bedroher. Alles klar, okay. Wir schreiben mal auf, Hidden Power, Eis mit einem Fragezeichen. Aber wir sind Scarf, wir müssen rausgehen, was ein bisschen ärgerlich ist, weil wir haben einfach nicht so unglaublich viel für Rabigator. Wir können jetzt hier auch nicht hart in Uhafni gehen. Ich hatte halt eigentlich vor, den Toxic Orb Runde 1 zu verlieren. Hatte nicht auf dem Schirm, dass Boreos der Lead sein könnte mit Frostetie und Tornupto. Ah, was tun? Ich könnte hier in Yurt gehen, also Matrifol. Würde ein Erdbeben gut tanken, wenn die Tarnsteine kommen, ist das auch okay. Ich könnte direkt in Katana gehen, das ist mir aber eigentlich zu früh. Uhafni, komm, die Auswahl ist nicht riesengroß. Ich hoffe, ich übersehe jetzt gerade nichts. Vielleicht kriegen wir sogar die Chance, das Klebenetz früh rauszubekommen. Weil ich gerade mal gucken muss. Wer defoggt denn bei ihm? Es könnte Frostetie defoggen. Es könnte Boreos defoggen. Wobei der immerhin Schaden von den Tarnsteinen bekommen würde. Es könnte Sevaro defoggen, es könnte Mega Sherox defoggen. Mal gleich gucken, ob ich so früh das Klebenetz legen möchte, wenn so viele Optionen auf dem Feld sind. Also mir fällt es... Das soll auf gar keinen Fall eine Ausrede sein. Ich versuche nur meine Gedanken klar zu machen. Mir fällt es echt, echt schwer, mich zu konzentrieren, wenn ich mich noch auf das Moderieren konzentriere.
Und das sind die Tarnsteine. Die sind natürlich sehr, sehr stark gegen mich. Ich habe 3 tarnsteinanfällige Viecher dabei. Und mein Defogger. Mein Defogger ist tarnsteinanfällig. So, was kann jetzt potenziell passieren? Er könnte uns ein Tornupto entgegenwerfen. Das fänden wir okay. Irgendwo. Wir hätten einen Feuerfänger Skelabra. Was würden wir Typhlosion machen? Wenn wir jetzt direkt auf die Käferattacke gehen würden, natürlich nichts, das ist klar. Wenn wir das Klebenetz legen und es kommt rein, müssten wir einmal den Switch-In wagen. Oder wir gehen direkt in den Double. Was könnte noch kommen? Es könnte passieren, dass er uns ein... Das Yeti will ja da nicht reinwerfen. Der könnte uns direkt einen Mega-Sherox entgegenwerfen. Das wäre möglich. Wollen wir das predicten? Typhlosion hat den Feuerfänger. Wenn wir da jetzt die Hidden Power drücken... hat der natürlich gleich einen Boost und macht den Switch-In noch schwieriger, als er ohnehin sein müsste. Wir können natürlich einfach nur das Klebenetz legen. Wir lehnen aber auch nichts ab, dann in Boreos zu gehen. Ah, ist das schwierig. Das wird ein Fehler sein. Komm, wir probieren es mit dem Predict. Ich habe das Gefühl, wir müssen hier uns ein bisschen an Plays versuchen. Und es kommt, Ali, das ist Boreos. Kriegt hier Tarnsteinschaden, kriegt hier die Kraftreserve Feuer. Das macht natürlich nicht so viel. Was wäre jetzt passiert tatsächlich, wenn wir... Auch nicht so viel. Ist also eigentlich auch ein safer Switch-In. Ach ja je, ach ja je. Und jetzt hält die natürlich auch wenig ab, einfach nur eine U-Turn zu drücken. Das macht eine Menge Schaden. Er weiß aber jetzt, dass die Hidden Power da ist. Und er weiß, dass Geowatz der Switch-In ist. Und er hat ja noch nichts gegen. Ich glaube, dass er hier nochmal für das Momentum gehen wird. Ich könnte jetzt hier nach Tara reinwerfen, um early die Weakness Policy zu triggern. Aber dann hält ihn wenig davon ab in... Wobei, das geht tatsächlich sogar. Nach Tara sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also, das ist mir eigentlich zu früh für die Weakness Policy mit seinem Momentum. Ja, mir eigentlich zu früh, auch wenn es jetzt schon schön wäre, will ich predikten, dass er auf die Kehrtwende geht und will das Klebenetz legen. Ich bin mir nicht sicher, was dann passiert. Wenn er direkt auf den Hurricane geht, habe ich ein Problem. Wir bleiben Ballsy drinne. Wir legen das Klebenetz, das wird großartig. Wenn er einen Hurricane drückt, kann er daneben treffen und er drückt die Kehrtwende. Und die macht mehr Schaden, als ich erwartet hätte, ehrlich gesagt. U-Turn 44%. Auf Level 50. Ah, jetzt habe ich nicht geguckt, wie viel KP genau ich noch hatte. Verdammt. Ja doch, kommt tatsächlich hin. Wäre dann eine Max-Roll gewesen. Er wird ja wohl kein physisches Tornado spielen. Bitte? Oder nicht? Wird er? Nee, wird er nicht. Wird er? Okay. Wie auch immer. Wir konzentrieren uns jetzt wieder. Was wäre das doch schön, wenn Boreos sein Defogger gewesen wäre. Weil er sich gedacht hat, oh, mit Belebekraft, Titanstein outhealig, ist quasi immer for free. Und das Klebenetz trifft mich nicht. Also ist das ein guter... Und die Toxic Spikes auch nicht. Also ist das ein guter Defogger. Dann würde das jetzt zumindest mal liegen bleiben. Bitter ist natürlich echt, dass wir gerade einfach nicht Urhafni reinbekommen. Möchte nicht eröffnen, dass wir die schwere Vergiftung da drauf haben. So, es kommt... Silvery. Oder Silvally oder wie auch immer. Der auch defoggen kann. Und mit der Spirit Shackle macht er uns grundsätzlich auch schon fast wieder genug Schaden.
Könnten jetzt natürlich safe in Umbreon gehen. Könnten einen Fallblade oder sogar einen Wirk abdrücken. Dass er mit der Kehrtwende rausgeht, ist sehr, sehr likely. Und jetzt geht das nämlich los. Silvaro heißt das Ding, genau. Silvelli ist ja... Entschuldigung, Silvelli ist natürlich eher Amigento im Englischen. So, und der hat die Kehrtwende. Die hat er auch in Generation 7, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, die hat er. Das könnte ganz wunderbar funktionieren. Wenn der jetzt defogt, ist das auch okay für mich. Übersehe ich irgendeinen besseren Play? Nein, ich glaube nicht tatsächlich. Ich glaube, Naktara ist jetzt hier der Way to go. Wenn er auf Lockern drückt, ist die Welt auch in Ordnung. Er drückt auf Lockern. So, er bleibt da jetzt natürlich nicht inne. Wird da jetzt rausgehen und wird unsere Weakness Policy triggern. Will ich trotzdem Foul Blade drücken? Eigentlich nicht. Eigentlich eine... Moment. Also er könnte halt auch einfach wieder Navigator reinbringen. Der könnte den Kampfmove drücken. Kann natürlich auch einfach Mega Sherox reinbringen, der den Kampfmove haben könnte. Dem machen wir nicht viel. Könnte Krug reinbringen. Was uns eigentlich auch egal wäre. Also, wobei, stimmt gar nicht. Lass uns mal kurz kalken, was hier der Kampfmove machen würde. Okay. Ich überlege gerade, ob ich greedy bin und ob ich einen Kraftschub rausbringen möchte, bevor ich nächste Runde batten passe. Ich habe nur Angst, mal sowas kalken wie Tornadus mit der Superpower. Es ginge sogar. Oh fuck, ich muss irgendwie was drücken, scheiße. Ja, Kraftschub. Das meine ich mit, es dauert allzu lang. Er geht auch hart raus. Also war das hier vielleicht sogar die richtige Entscheidung. Es kommt Boreos. Es kommt Boreos. Und gegen Boreos könnten wir eigentlich Ballplay drücken. Wir sind speziell defensiv. Die Superpower macht uns nicht so viel. Wenn doch, triggert unsere Weakness Policy, die macht leider bei Schmarotzer halt nicht mehr Schaden. Aber seine Superpower sollte uns eigentlich nicht so viel Schaden machen. An Hurricane Z würden wir auch ganz gut tanken. Ich habe Angst, dass wir es bereuen, aber ich drücke jetzt hier auf den Schmarotzer. Was eine weise Entscheidung gewesen ist. Denn wir wissen schon mal, das Ding hat den Verhöhner. So, Silvaro hat auflockern. Nee, das ist ja eigentlich schon wieder... Verhöhner geht 3 Runden, oder? Entschuldigt die Maus zwischendurch immer. Verhöhner geht 3 Runden, bedeutet wir haben noch 2 davon. Wenn der jetzt in Sherox geht, ist es ein Problem. Wahrscheinlich schon, ne? Wahrscheinlich schon. Wenn der jetzt in Sherox geht, wir triggern, dann hätte Sherox noch eine Runde. Und alles, was wir reinwerfen könnten mit plus 2... Für Katana ist es zu früh, außer wir setzen uns selbst den Tailwind auf. Und auf plus 2 breaken wir doch mit der Kampfattacke vielleicht Sherox.
fürchte gerade hier... Also ich gebe damit zwar nicht unbedingt den Takt an, aber wir gehen jetzt nochmal für den Schmarotzer. Die Frage ist, kann uns Mega Sherox mit einer Superpower oder was auch immer er jetzt hat, rausnehmen? Scheiße, das kann er tatsächlich tun. Ja gut, aber rausgehen wäre auch wieder in der Kehrtwende geendet. Wer hätte wieder Momentum auf das Mon gehabt, von daher versuchen wir es. Gucken, was passiert. Und es sagt uns auf jeden Fall etwas darüber aus, was für ein Set Sherox wäre, wenn es denn jetzt passieren würde. Gut, er weiß ja tatsächlich auch nicht, ob wir außer dem Schmarotzer noch irgendwas anderes haben. Wir könnten ja eine Hidden Power haben. Vielleicht will er das tatsächlich auch nicht riskieren. Ihr merkt schon, ich versuche gerade irgendwie einen Weg zu finden, nach Tara durch diese jetzt noch eine Verhöhnerrunde zu helfen. Turan. Was ist ein Turan? Turan ist ein Tornupto. So, und das ist tatsächlich schon mal ein netter Schaden. Der könnte jetzt den Focus Blast haben. Und der würde uns raus... Würde er... Also es ist tatsächlich egal, weil wenn er es nicht tut und er trifft beide, dann... wird er es nächste Runde tun, denn er outspeedet uns. Der kann uns, wenn er Choiceback sein sollte, an dieser Stelle rausnehmen. Wenn er das sein sollte. Eine Verhöhnerrunde haben wir noch. Ich befürchte hier große Missplays zu machen. Es kommt der Fokusstoß. Er trifft. Und er killt nicht. Obwohl es ein Crit war. Bedeutet also. Er ist definitiv nicht Specs. Wir schreiben mal auf. Er hat den Focus Blast. Wenn der gequittet hat, dann hat er doch gar keinen Damage Item. Ja, Tatsache. Das war eine niedrige, also was heißt eine mittelhohe Quit. Stimmt gar nicht. Eine recht hohe Quit wohl. Er hätte ein bisschen mehr würfeln müssen, damit das aufgeht. Jedenfalls bei vollem speziellen Investment. So, will ich mir nach Tara jetzt noch aufheben? Habe ich aus irgendeinem Grund noch eine Verwendung dafür? Habe ich etwas, das ich hier reinwerfen möchte in diesen Fokusplatz? Ich könnte jetzt Gelabra wählen. Weiß allerdings nicht, da habe ich mich schlecht drauf vorbereitet, ob Tornupto irgendeine Coverage hat, um Gelabra zu ärgern. Hat er sowas wie ein Erdbeben oder ähnliches? Er hat den Fruststampfer. Den könnte er dann jetzt natürlich auch frei drücken. Und ich glaube, wenn ich drinne bleibe und er nimmt nach Tara jetzt raus, dann... Wenn er jetzt nochmal den Fokusstoß drückt, weiß ich, er ist in irgendeiner Art und Weise choiced. Weil sonst hätte er eine Attacke genommen mit höherer Trefferchance und ich will einfach nicht, dass hier mein... mein Skelabra, ein Erdbeben oder ähnlich. Okay, er ist definitiv nicht choiced. Jetzt kommt der Flammensturm. Hä,
Hätte ich aber Skelabra reinwerfen können, aber ich hatte jetzt so viel Angst. Weiß jetzt nicht, aber das bedeutet, dass er keine Bodenattacke hat. Ich wüsste nicht, warum er das nicht haben sollte. Wobei, sämtliche Boden-Coverage, die er hat, ist physisch. Also eigentlich habe ich gerade gepennt. Da hätte ich gerade sehr, sehr safe. Skelabra reinwerfen können und hätte einen Boost abstauben können. Das war jetzt ärgerlich. Sehr, sehr unnötig tatsächlich. So, er hat noch dabei, er hat Frostdeti, er hat einen Mega Shirox, er hat Nupto, Silvaro, Radigator. Ich habe gerade Angst, dass er nicht mit Tornupto rausgeht, wenn ich mit Uhafnir reingehe. Ich fürchte zwar, dass es eigentlich zu früh sein könnte, um den Skelabra-Play zu bringen. Aber wir versuchen das jetzt. Wir versuchen das jetzt. Wir ziehen das durch. Also er könnte... Wir wissen nicht, ob Tornados... Nee, doch, wir wissen, Tornados hat das Z-Item. Er kann also keine Assault Vest haben. Würde ergo ordentlichen Schaden fressen. Und er muss ja auch davon ausgehen, dass ich eventuell Scarfed sein könnte, dass ich die Nitro-Ladung spielen könnte. Also gibt es gerade eigentlich keinen Switch-In außer Radigator oder er schmeißt Tornupto ab, was für mich in Ordnung ist, wenn wir vorher Core meinten. Das sollte in Ordnung sein, wenn ich gerade nichts übersehe. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Okay, er bleibt auf jeden Fall drinne. Und jetzt kommt das Erdbeben. Und das macht leider mehr als die Hälfte. Bedeutet, wir müssen jetzt tatsächlich agieren. Ich hätte gehofft, wir würden noch eine zweite Runde rausbekommen. Irgendwas gegen den Spukball eigentlich nicht. Eigentlich könnte jetzt direkt Radigator reinwerfen, aber dann wäre uns ja auch geholfen. Würden allerdings auch mit einem Flammenwurf höchstwahrscheinlich killen. Ich kann es halt nicht versprechen, deswegen gehen wir hier auf den Spukball. Der bleibt drinne. Und ist raus. So, und jetzt hoffe ich so sehr, dass wir mit unserer Prediction im Teambuilding recht hatte, dass jetzt recht hatten, dass jetzt Radigator reinkommt, dass Radigator hart gespielt wird. Unser Zitterorb triggert Esra. Ja, oder was ist Esra? Verdammte Hacke, das ist ein Problem. Das Ding ist schneller. Ach, verdammt. Gut, das wollen wir so nicht. Das ist definitiv zu teuer für uns. Das wird uns mit dem Shadow Ball definitiv rausnehmen. Gut, es gab keinen Grund, warum er ihn nicht Advivendel reinschicken sollte, nachdem er gesehen hat, dass ich nicht Scarf bin. Klar, ein Fehler meinerseits. Vielleicht hätte ich erst killen sollen. Der Shadow Ball nimmt uns einfach raus. Plus 1 hin oder her. Außerdem kann das Ding den Sash haben.
können da jetzt ganz schlecht Uhafnir reinwerfen. Wir können da jetzt sehr, sehr schlecht nur Katana reinwerfen, denn Katana resistiert zwar grundsätzlich den Eisattacken. Ne, tut's nicht. Verdammt. Aber es ist so oder so auch neutral. Hat einfach zu wenig spezielle Verteidigung. Ja, Überleben wir mit Kampf. Versuchen wir unser Glück mit Matrifol oder brauche ich Alola Geowatz weniger? Nein, wir brauchen Alola Geowatz noch, denn es steht immer noch Mega Scherox im Ring. Jetzt kommt der Spukball, den sollten wir leben. Tun wir nicht. Okay, wenn wir den nicht leben, dann wir keinen Damage bekommen. Hat das Ding. Okay. Hat das Ding. Ist es choiced? Da würde es modest reichen. Nee, eigentlich auch nicht. Expertbild geht nicht, ist nicht sehr effektiv. Könnte eine Eistafel haben oder ist choiced. Will ich mich darauf jetzt verlassen? Wenn das selbst modest mit relativ wenig Init Outspeed ist immer noch Alola Geowatz, wird irgendeine Art von Init Investment haben. Die Outspeeden es aber mit Uhafnir. Es kann den Eishard haben, das ist klar. Der ist aber physisch und macht nicht so unglaublich viel. Sieht nicht so richtig gut aus. Wir bestimmen gerade nicht unbedingt, wo es lang geht. Ich würde jetzt eigentlich gerne mal den Toxic Orb loswerden. Ist mir allerdings ein bisschen risky, wenn er drinne bleibt. Er kann den Sash haben, kann mich mit dem Icy Wind rausnehmen. Das sieht gerade richtig schlecht für uns aus. Ne, Moment, wenn er Choice ist, muss er ja auf den Shadow Ball gehen. Der würde nicht reichen. Oh, ich hoffe, ich habe mich jetzt hier nicht völlig verkalkt. Ich drücke jetzt hier auf Wechsel dich. Der überlegt. Er überlegt. Uhafnir ist so ein schönes Mon, wenn ich das mal kurz erwähnen darf. Hat einen unglaublichen Stil. Oh, das macht mich nervös. Das macht mich nervös. Geh bitte einfach in, ich weiß nicht, in Boreos. Damit kann ich leben. Bleibst drinne. Wir erhalten das Marklas, bedeutet, wir sollten zwei Spukbälle aushalten. Das tun wir. Und würden jetzt netterweise mit dem Flammenwurf killen. Und auf einen Spekt Flammenwurf kriegt er, glaube ich, gar nicht mal so viel rein. Tonukto könnte sterben, Silvaro nicht, Krug, ja, neutral, Boreos, Scherox auf gar keinen Fall.
Panados ginge natürlich, wir würden halt nur rund 50% machen. Ist allerdings risky, weil der Hurricane bis zu 94 macht. Also. Also drücken wir jetzt hier den Flammenwurf. Und verabschieden uns von Frostdetje. Das ist jetzt eigentlich nochmal die Überlegung, ob wir uns Urhafnir aufheben. Denn wir können später mit dem Orkan, wenn wir es denn schaffen, Negasherox auszunehmen in irgendeiner Welt, echt, echt guten Schaden machen. Er kann jetzt hier eigentlich nur Boreos reinwerfen. Er kann den Flug Z drücken. Da hindert ihn erstmal gar nichts dran. Er nimmt uns auch safe raus. Wir könnten natürlich noch Geowatts abwerfen. Ist allerdings unsere Qual der Wahl, um Mega Sherox mit der Magnetfalle zu erwischen. Was das ärgerlich. Und ich meine mich zu erinnern, dass Boreos auch nach 8% weiteren Tarnsteinschaden nicht in der Range ist für einen Flammenwurf-Kill. Nicht mal im Entferntesten. Und mit dem Z-Move nimmt er uns, wie gesagt, raus. Ärgerlich, ärgerlich. Wir wollen da auf gar keinen Fall Skelabra reinschmeißen. Kurz was kalken für den weiteren Spielverlauf. Entschuldigung, wenn ich tatsächlich nicht jeden Kalk kommentiere, weil, also, es ist, bin wirklich nervös. Und wir haben auf Dämon noch 61. So. Also wir könnten natürlich versuchen, Sherox mit Skelabra rauszunehmen. Wenn es nicht irgendeine Riesenmenge an Adamant-Angriffsinvesten hätte, könnten an dieser Stelle also Geowatts abwerfen. Ich rede hier auch über 8%, ne? Die Tarnsteine sind ja gar nicht draußen. Nee, komm, schmeißen wir lieber mal Alola Geowatts oder brauchen wir es. Was brauchen wir weniger? Alola Geowatts oder Skelabra? Ach. Ich tippe hier auf den Z-Move. Es ist die Kraftreserve Eis und die hätten wir natürlich auch nicht genommen. Was ist mir jetzt wichtiger? Da jetzt Schaden... Was kann er in den Donnerschlag einwechseln? Er könnte Sherox reinbringen. Steel Trapper bringt mir überhaupt nichts im Donnerschlag. Ansonsten könnte er natürlich auch nochmal Krug reinbringen. Wie sehr profitiere ich von den Tarnsteinen, abgesehen davon, dass Boreos von meiner Nase rumflattert. Silvaro, Frostdetje. Ja, eigentlich schon... Frostdetje haben wir ja schon rausgenommen. Ist ja Quatsch. Ja. Oder wollen wir jetzt nochmal versuchen... Ich habe leider nicht aufgeschrieben, wie viel Schaden Rabigator hatte. Aber es hindert ihn halt nichts, an der also mit der Kehrtwende rauszugehen. Er wird hier nicht hart switchen. Also ist es egal. Ja, dann legen wir einfach nochmal die Tarnsteine, wenn er uns lässt. Es kommt nochmal die Kraftreserve Eis. Die wir nicht leben. Okay, alles klar. Gut, das macht die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Wir könnten jetzt versuchen, einen Hurricane mit Urhafnir zu treffen.
Der kann dann sogar reichen. Wir sind schneller und wir haben keine andere Chance mehr. Dieser Orkan muss sitzen, sonst ist es das für uns gewesen. Er geht raus und er schickt Murat in den Kampf. Das ist Radigator. Bedroher kommt, juckt uns erstmal gar nicht und wir treffen den Orkan. Und das war wow. Wirklich. So, wir wissen leider noch immer nicht, ob das Ding scarfed ist. Wir haben tatsächlich nur die Rocks bisher gesehen. Danach ist er rausgegangen, weil er auch musste vom Matchup her. Und wir haben schlicht nichts, was wir hier abwerfen könnten. Wir könnten uns jetzt versuchen an... Ist es Zeit für Katagami? Ist das die Antwort? Ich bin mir nicht sicher. So, ein Choice Garft. Krug würde mit einem Erdbeben über 50% machen, wenn er eine Roll bekommt. Wir wissen allerdings nicht, ob er volles Angriffsinvestment hat. Er muss theoretisch die Stone Edge drücken, um Neuwan rauszunehmen. Die wiederum könnte missen. Hurricane hat allerdings noch eine größere Misschance. Sehe ich den Scarf irgendwo anders? Tornukta hat ihn nicht. Eigentlich nicht. Ich hoffe, wir machen hier keinen Fehler. Wir predikten jetzt die Stone Edge. Und es kommt nur der Abschlag. Und das hätten wir sogar genommen. Verdammt nochmal. Er kann jetzt Mega Sherox reinwerfen. Es ist am Leben und juckt sich überhaupt nicht daran, dass Katana auf dem Feld steht. Ist die Frage, ob wir hier den Double ziehen wollen. Ach, in wen denn? Alola Geowatz ist ja raus. Denkfehler meinerseits. Wir drücken an dieser Stelle die Sanktoklinge. In der Hoffnung, wir drücken die Sanktoklinge. In der Hoffnung, dass etwas passiert, ehrlich gesagt. Wir kratzen so ein bisschen am Comeback, aber mehr auch nicht. Okay, er zieht zurück und kommt jetzt Mega Sherox. Das ist ja jetzt safe. Und jetzt kommt Silvaro. Verdammt nochmal. Predicted hier den Kampfmove. Und das hat er leider einfach gut gemacht. Richtig, richtig gut gemacht. Und wir bleiben jetzt aber hartnäckig. Wir ziehen das jetzt durch. Wir gehen hier auf Schmalhorn. Weil ich will weder Skelabra noch Neuwan jetzt reinschmeißen. Ich hätte so gerne Rocks draußen jetzt, damit Radigator nicht noch einmal reinkommt und nicht noch einmal das Backed Urhafnir hier aufhält. Wer kann jetzt überlegen, ist Katagami scarfed? Und spätestens jetzt weiß er, nein. Manhorn kommt und das ist ein sehr, sehr defensives. Was? Mit speziellem Investment, um hier
Tagami rauszunehmen. Ich habe jetzt nur mit dem physischen gerechnet. Ach, ist das schön ärgerlich. Okay, was ist noch über? Er hat immer noch Mega Sherox, er hat immer noch Boreos, er hat immer noch Rabigator und er hat immer noch Silvaro, was vor uns steht. Wir könnten jetzt ein weiteres Mal versuchen, Skelabra zu ziehen. Dann würden wir killen. Er könnte sich in die Rabigator Stone Edge locken. Und die Stone Edge würde natürlich gegen Uhafnir ebenfalls reichen. Das wäre blöd. Wir könnten jetzt mit Uhafnir den Flammenwurf drücken erneut. Dann könnte er mit Rabigator reinkommen und könnte sich auf die Stone Edge locken. Ja, die Reihenfolge ist die gleiche. Wir haben tatsächlich einfach ein Problem. Die einzige Chance... Moment mal, Quatsch, wir haben gar kein Problem. Wir haben einen völligen Denkfehler. Ich habe einen völligen Denkfehler. Es ist sowas von Zeit. Es ist sowas von Zeit, liebe Freunde, für Skelabra. Und jetzt ist jetzt Comeback-Time. Ich bin mir nicht sicher. Es stirbt sowohl, also das, egal ob wir den Shadow Ball drücken oder nicht, oder den Flammenwurf drücken oder nicht, wir würden Boreos mit dem Flammenwurf mehr Schaden machen. Rabigator würde uns mit dem Bedroher den Zitterop triggern. Und ja, das passiert jetzt. Liebe Leute, wir gehen jetzt hier für den Flammenwurf und hoffen, dass er abwirft und Rabigator Scarf reinschickt. Und dann könnten wir hier gerade mit etwas Glück den Sieg holen. Liebe Leute! Er kann natürlich auch einfach Boreos nehmen. Und dann wäre das höchstwahrscheinlich auch durch. Es kommt Murat. Murat ist Rabigator. Es triggert der Zitterorb. Und wenn das jetzt kein Init-Rabigator mit vollem Init-Investment ist, sind wir an dieser Stelle schneller. Bitte keinen Sucker Punch. Bitte keinen Sucker Punch. Hat der Sucker Punch? Wenn ja, hätte er ihn wohl schon gedrückt. Okay. Wir outspeeden. Er hat keinen Sucker Punch. Wir sind leider nicht auf plus 1. Das habe ich mich eben tatsächlich nicht getraut. Ich finde, es war einfach zu likely, dass sich Silvaro, dass er Silvaro abwirft. Bin mir sicher, ich habe zwischendurch noch ein paar Mal Silvely gesagt. Wenn jetzt Boreos reinkommt, das hat wieder volles Leben. Das ist tatsächlich ein Problem. Es kommt Boreos und mit dem Flammenwurf, also theoretisch, wenn wir jetzt den Flammenwurf drücken, sollten wir mit Specs Flammenwurf Uhafnir das Game holen können. Theoretisch sollten wir das tun können. Okay, auf geht's, Flammenwurf, let's go. Es kommt der Burn, der sollte nicht weiter meddern. Und es kommt der Z-Move. Das war soweit auch zu erwarten. Und eigentlich müsste das jetzt durch sein. Und wir sollten das haben. Ich habe etwas Angst.
wenn er jetzt rausgehen würde, hätte ich natürlich ein Problem. Dann würde er sich nochmal regenerieren und wäre dann in einer Range, wo er den Spex Flammenwurf nehmen könnte. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Wir können den Orkan drücken, damit machen wir aber nicht genug gegen Mega Sherox. Das heißt, doch, wir würden... Oh Gott, aber dann müssten wir zwei Hurricanes treffen. Oh nein, das ist jetzt ein ganz blöder 50-50. Wenn wir den Flammenwurf drücken und er geht raus, dann verlieren wir das. Denn dann ist er wieder auf... Sagen wir mal, der hat jetzt... Ist das denn circa 33% Leben, behaupte ich jetzt mal? Irgendwie sowas? Vielleicht 30? Wir würden nicht mehr ausreichend machen. Er könnte uns dann mit... Er hat die Hidden Power Ice. Er müsste halt selbst den Hurricane treffen. Boah, ich bin mir sehr unsicher, mit was ich gerade... Komdemir ist ein guter Spieler. Also, Komdemir hat Übersicht, Komdemir spielt sehr souverän. Also müssen wir eigentlich von dem Wechsel ausgehen. Wir müssen eigentlich davon ausgehen. Ja, ich glaube, wir müssen hier für die zwei Orkane gehen. Und wir müssen drei Orkane treffen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es kommt Mega Sherox. Orkan Nummer 1 kommt. Orkan Nummer 1 trifft. Holy shit, das ist mir ein bisschen zu spannend hier. Ah. Orkan hat eine 70%ige Trefferchance. Kann also gut mal daneben gehen. Aber Uhafnir, Nidhogg, ich baue hier auf dich. Es hängt jetzt alles davon ab, ob wir den Orkan treffen. Weder Sherox noch Boreos nimmt noch einen. Auch wenn jetzt Boreos wieder reinkommen sollte mit dem Beleber, reicht es nicht aus. Wir müssen also noch zwei Orkane treffen. Die Verwirrung wäre schön gewesen, muss ich ja schon mal sagen. Kommt die Megaform, wahrscheinlich der Bullet Punch. Die sollten wir, glaube ich, nehmen. Ja, was heißt glaube ich? Die sollten wir nehmen. Kein Bullet Punch. Es trifft der zweite Orkan. Und Sherox ist weg. Leute. Leute, das hängt jetzt alles von dem einen Hit ab. Das ist ein... Wow. Wow, 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 wow. Ja, also das ist definitiv außerhalb der Flammenwurf-Range. Da haben wir uns richtig entschieden. Und jetzt hängt alles von dem letzten Orkan ab. Und wir missen! Wir missen! Es kommt die Hidden Power Ice und wir verlieren dieses Game 1:0. Unglaublich knapp. Wow. Wow. Okay, ich kann... Also... GG an Komdemir, wunderschönes Spiel. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich würde mich nicht ärgern, aber wir haben 3 von 4 Hurricanes getroffen. Wir können uns nicht beschweren. Es ist natürlich trotzdem ärgerlich. Und ja, ich muss tatsächlich nochmal kalken. Bei einem Boreos... Ohne HP-Investment, ohne spezielles Investment,
hätte der Flammenwurf bis zu 53% maximal gemacht. Bedeutet, wir haben uns an dieser Stelle richtig entschieden. Ich muss hier kurz mal GG schreiben. Holy! Holy! Damit gehen 3 Punkte bzw. ein Sieg an Team Yell. Und verdient, würde ich sagen. Schön gespielt. Ich müsste den Kampf noch einmal sehen, um darüber zu sprechen, ob ich mir ganz, ganz riesengroße Misplays erlaubt habe. Überlege gerade. Ich denke, die Rocks hätten tatsächlich einen Unterschied gemacht. Hätte ich da nochmal einen Fokus draufgelegt bekommen, wäre es okay gewesen. Aber es war echt, echt schwierig rauszufinden, auf wem dieser vielen, vielen Mons das Auflockern ist und ob es nur auf einem Mon ist. Und es war dann halt auf Silvaro. Und ich habe sie danach einfach nicht mehr rausbekommen. Dadurch, dass Alola Golem Tornados nicht outspeedet und diese Hidden Power gereicht hat, übrigens knapp gereicht hat, das war tatsächlich ein Roll, haben wir uns halt eine Menge Leben gekostet. Mit den Tarnsteinen draußen hätten wir safe auf den Flammenwurf gehen können und hätten dann halt einfach gewonnen mit einer 100%igen Trefferchance. Gut, aber ich hoffe, so als erstes Live-Commentary ging das klar. Ihr könnt hier mal einen Kommentar hinterlassen, wie ihr das gefunden habt, ob ihr Verbesserungsvorschläge habt und so weiter und so fort. Und wir sehen uns dann wieder nächstes Wochenende im Kampf gegen... Oh mein Gott, das ist eine gute Frage. Gegen wen kämpfe ich denn nächste Woche? Das will ich nochmal kurz anteasern, Moment. An Spieltag 5 wappnen, meine Güte. An Spieltag 5 wappnen wir uns gegen Team Aqua. Alles klar. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend und man hört sich. Thank you.